Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Ich mache mal wieder eine Produktvorstellung, weil die Technikvideos gerade so aufwendig sind, weil ich immer so blöde Ideen habe. Und es wird was Neues kommen, lasst euch überraschen. Ich mache jetzt wieder ein Produktvorstellungsvideo. Und zwar bin ich mal wieder in der Natur, denn ich habe was Cooles kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar, passt mal auf, ich laufe jetzt mal hier weiter und guckt's mal. Guckt mal, wie smooth und wie cool das ausschaut, wenn ich hier laufe. Episch, oder? Ich kann jetzt endlich wieder mehr Outdoor-Videos machen, denn die Firma Hohem hat mir einen Gimbal geschickt. Und ich wollte ja immer schon Gimbal, aber ich war immer zu geizig dafür, weil kostet halt einen Haufen Geld und das wollte ich halt nicht. Und jetzt hat mir die Firma Hohem tatsächlich einen Gimbal geschickt und ich freue mich mächtig drüber. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen mit dem Gimbal, also ich, wie man sieht, ich bin nicht immer auf dem Bild ein bisschen drehen. So, ich bin nicht immer, ich bin noch nicht so firm damit. Das, also gerade selbst filmen ist relativ schwierig noch, aber ich glaube, es funktioniert. Ich werde das jetzt erstmal im Büro auspacken mit euch. Dann werde ich mal versuchen, hier mitten in den Bergen, ich bin ja praktischerweise angenehm gut gelegen hier in Oberaudorf, ich werde versuchen, hier mitten in den Bergen mal ein paar epische Aufnahmen zu machen. Ich werde meine Kinder dazu auch ein wenig gebrauchen, weil ich muss halt einfach ein paar coole Sachen filmen und gerade so Skaterpark oder so, glaube ich, macht dann schon Sinn. Ich gehe mal ein bisschen hier hin. Ich habe eigentlich irgendwann auch mal ein Funkmikrofon gekriegt. Das sollte ich vielleicht auch mal in Betrieb nehmen, dann müsste man nicht diese grottige Handyqualität hier sich antun. Aber ich finde es cool, ich finde es mega. Also ich hoffe, das sieht bei euch dann genauso cool aus wie hier bei mir, wenn ich laufe. Ich mache jetzt hier oben ein paar epische Aufnahmen von den Bergen, Wolken und so Zeug, was man halt so kennt. Diese coolen Dinge, die man halt so machen kann. Und so, noch zweimal drehen, damit jeder einmal kotzen kann. Und dann packen wir das Ding erstmal aus, noch offiziell im Büro. Schauen uns mal an, was dabei ist. Schauen uns ein bisschen die App an. Und viel Spaß beim Video. Dann schauen wir uns mal an, was drin ist im Karton. Ich mag es mittlerweile total, dass diese ganzen Kartons mit diesen Magnetsystemen kommen. Papiermülltechnisch wahrscheinlich der absolute Horror. Weil man halt dieses Magnetzeug dann auch halt wohl und übel im Papiermüll drin hat. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand trennt, wenn er das Ganze macht. In der Box, hier haben wir schon mal draufstehen, was in the Box ist. Wir haben einmal diesen iSteady X2 drin, eine Remote Control, also eine Fernbedienung, eine separate. Wir haben ein Mini-Tripod drin, also so ein Dreibein, damit man das Ganze hinstellen kann. Charging Cable, Storage Pouch, also ein Ladekabel. Eine Tasche, wo man alles reinmachen kann. Eine Schlaufe, wo man das Ding ans Handgelenk hängen kann. Wrist Strap. Und ein User Manual, also eine Anleitung, die der eHajo natürlich mal wieder nicht lesen wird. Einmal eine Samttasche, wo das rein kann, alles. Und einmal eine Anleitung, und die ist echt wichtig. Also ich habe die auch schon tatsächlich gelesen. Man kann es gar nicht glauben, aber ich habe sie gelesen. Und zwar hat das Teil ein paar krasse Funktionen versteckt. Und ohne die Anleitung findet man diese Funktionen wirklich niemals. Dann kommt auch schon das Gimbal an sich. Einmal das Gimbal, einmal der Tripod, also das Dreibein, wo man das Ganze hinstellen kann dann. Stabil. Und einmal ein Ladekabel, was mir wieder mal sehr gut gefällt. Also in China klappt es einfach. Ich verstehe es nicht, warum es in China klappt und bei uns nicht. Es ist halt einfach ein USB-Typ-C dran, weil halt einfach das der aktuelle Standard ist. Und einfach, meiner Meinung nach, soll es einfach der Standard bleiben. Punkt, Ende, aus. Man kann es so einstecken, man kann es so einstecken. Man kann da weiß Gott wie viel Ampere und weiß Gott wie viel Volt drüber jagen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt noch irgendwas anderes wie USB-Typ-C verwendet heutzutage. Aber, naja, die Chinesen machen es wenigstens. Das Gimbal selber ist so groß. Also, wenn man mal ein Gefühl kriegt, es ist kompakt. Das da oben kragt ein bisschen aus. Ich habe es normalerweise, wenn ich rumlaufe, jetzt habe ich es in der Jackentasche. Da hat es einigermaßen Platz. Ich kann jetzt endlich offiziell diese ganzen Aufkleber runter machen. Ich kann jetzt offiziell endlich diese Aufkleber runter machen, die jetzt gar nicht mal so gut runtergehen. Das Teil ist hier verriegelt. Man hat quasi hier oben eine Schraube, die macht man auf. Und dann kann man das Ganze aufklappen. Und schon ist es entriegelt. Wenn man es wieder zusammenbaut, einfach wieder hier quasi einmal hier auf dieses Schlosssymbol drehen, das Ganze wieder runterklappen. Gott, ein bisschen schwierig, wenn man nicht hinguckt. Das Ganze wieder runterklappen
Und schon ist es wieder verriegelt und transportbereit, wenn man oben zugedreht hat. Ansonsten aufdrehen, hochklappen und das war's auch schon. Natürlich nochmal zudrehen oben vorher. Und jetzt wäre das Gimbal auch schon soweit einsatzbereit. Ich kann jetzt auch endlich diesen Aufkleber herunter machen und diesen Aufkleber da oben runter machen. Bei einem Gimbal wie bei allem, also ich habe hier mein Handy P30 Pro von Huawei. Ich habe das Problem, ich muss sowohl bei der Drohne als auch jetzt hier beim Gimbal natürlich aus der Hülle rausnehmen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wichtig jetzt bei der Montage von dem Ganzen, das Hohem-Logo, das man hier drauf sehen kann, muss natürlich lesbar sein. Ich gucke also quasi das Hohem-Logo an und dann muss die Kamera auf der linken Seite sein. Ich klippe das Ganze hier hinein. Und dann muss man quasi erstmal ein bisschen ausbalancieren, weil das Gimbal gleicht ja quasi im Prinzip diese Bewegungen aus, die man als Mensch macht, damit das Handy quasi immer schön stabil in der Mitte stehen bleibt. Und damit sich's da ein bisschen einfacher tut mit Ausgleichen, muss man es natürlich erstmal balancieren. Man sieht jetzt schon, das Handy ist ein Tick zu weit links, also ein Tick weiter rechts rüber, dann nochmal, noch ein Tick weiter. Und desto feiner man das jetzt hier ausbalanciert, jetzt sieht man schon, jetzt bewegt sich eigentlich, ja, klappt nicht mehr weg. Desto feiner man das Ganze ausbalanciert, desto leichter tut sich natürlich das Gimbal bei der Arbeit. Wir brauchen für das Ganze Bluetooth aktiviert und dann schalten wir das Ganze mal ein. Dididit, schon aktiviert und läuft auch schon. Also man kann jetzt erkennen, kann jetzt hier hin und her bewegen, hoch und runter, also. Das Teil steht. Einwandfrei soweit. Also vor und zurück. In Grenzen, wenn ich hier irgendwie ins Limit komme, dann dreht er natürlich mit, weil er will ja auch nachkorrigieren. Ich will ja auch zum Teil eben nachkorrigiert kriegen. Aber zum Beispiel Hin- und Herbewegung, die kriegt er relativ gut ausgeglichen. Man hat dann einen Joystick drauf. Mit diesem Joystick kann man natürlich die Kamera, beziehungsweise das Handy bewegen. Also einmal diese Achse hier. Einmal die Hin- und Her-Achse, einfach damit man das Ganze ändern kann. Und jetzt, wie gesagt, das Wichtige dran, man hat hier quasi diesen Ein-Aus-Schalter, wenn man drauf bleibt, schaltet man das Handy ein und aus. Und da sind, glaube ich, 748 Funktionen versteckt hinter diesem Knopf. Wenn man ihn zum Beispiel einmal drückt, dann wechselt man von Querformat in Hochformat, hat man also quasi so die TikTok-Modus aktiviert, nochmal einmal drücken, dann wechselt er wieder zurück in den Querformat-Modus, wie ich halt am liebsten filme. Wenn man jetzt irgendwie hier rumdreht und spielt und macht und tut und man drückt zum Beispiel zweimal drauf, dann hüpft er wieder zurück in die Standardposition, in diese Nullposition, die er hat. Natürlich ist eine App dabei. Das Teil funktioniert, wie ihr seht. Ich habe jetzt Bluetooth aktiviert, das heißt, ich kann jetzt mit der Plus- und Minus-Taste auch zoomen, beziehungsweise also rein und raus zoomen mit der Kamera. Und ich kann mit der linken Taste, die wir hier drauf haben, auch ein Foto auslösen. Also wenn ich jetzt einfach hier auf Kamera raufgehe, kann man das ja mal erkennen. Ich kann jetzt hier mit der Fokustaste reinzoomen und ich kann hier mit der anderen Taste wieder rauszoomen. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel hier mit einmal klicken, tschack, ein Foto erstellen. Das ist so eine Standard-Bluetooth-Funktion, wie, ja, wie jetzt jedes Gerät soweit kann. Hier nochmal zu sehen, hoch und runter, links und rechts. Ich kann, wenn ich jetzt hier links zum Beispiel einen Doppelklick mache, doppelt draufklicken, dann schaltet er um auf Video und dann könnt ihr zum Beispiel direkt ein Video aufnehmen. Wieder Doppelklick, hüpft er wieder zurück auf Foto. Das sind so Standardfunktionen, die einfach auch ein Selfie-Stick hat. Das kennt's vom Selfie-Stick. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Funktionen ein, was das Teil hat. Also man kann hier dreimal drücken, viermal drücken, fünfmal drücken, da kann man irgendwie die Follow-Me-Modi umstellen und so weiter, aber das schauen wir uns jetzt nicht an, das geht zu tief. Das Teil an sich hat ein paar Funktionen. Also die App gefällt mir an sich ganz gut, sagen wir mal. Ich bin jetzt nicht über alles begeistert. Es gibt ein paar Dinge, die einfach nicht gut funktionieren. Aber damit kann man leben. Was mir zum Beispiel gut gefällt bei der App, es gibt diese Funktion, die ich oder wofür ich es eigentlich am liebsten habe. Dolly Zoom, so Drehvideos und Zeug kann man machen. Mir taugt diese Smart Motion Timelapse. Da zeige ich euch jetzt mal ein paar Videoeinblendungen.
Das ist einfach cool, weil mit dieser Smart Motion Timelapse, da kann man so dieses klassische, das dreht jetzt irgendwie über irgendeine Bergkette drüber und dann sieht man so, wie die Wolken schnell über die Bergkette drüber pfeifen zum Beispiel. Das mag ich sehr gern. Sie ist sehr eingeschränkt, diese Funktion. Man muss dann auf Start klicken. Man hat einen Drehwinkel von 90 Grad, 120 Grad oder 180 Grad. Und man kann einstellen, dass das Ganze 60 Sekunden, 5 Minuten, 15 Minuten oder 30 Minuten dauert. Also bei 30 Minuten dreht er dann quasi für diese zum Beispiel 180 Grad wirklich 30 Minuten. Also dreht er relativ langsam. Wenn man die Zeit runterdreht auf 15 Minuten zum Beispiel, dann dreht er halt einfach entsprechend schneller, dass er für die 180 Grad nur 15 Minuten braucht. Das Video dauert immer 15 Sekunden, das dabei rauskommt. Das ist ein Teil, der mich ein Tick stört, da das Video halt immer 15 Sekunden dauert. Was mich auch stört, das Video muss fertig gedreht werden. Ich habe euch ein paar epische Aufnahmen gemacht und ich wollte halt nicht diese 15 Minuten warten und habe halt dann dieses einfach abgebrochen, weil zum Teil weiß man ja auch vorher nicht, wie viel Grad muss ich abdecken und dann habe ich quasi die letzten 5 Minuten nur noch ein Hausdach drauf und man kann aber nicht abbrechen, dann ist das Video weg. Also das ist ein Punkt, der stört mich tierisch an der Software. Man kann auch direkt in dieser Software drin Timelapse machen, man kann Fotos machen, man kann Video machen, man kann auch Zeitraffer, Slow-Motion-Aufnahmen machen. Also wenn das Handy das nicht unterstützen sollte, kann man quasi in der Software das Ganze nochmal machen. Welche Funktion mir sehr gut gefällt, und die zeige ich euch jetzt in einem anderen Videoausschnitt, ist diese Gesichtsfolgefunktion. Da erkennt er zum Beispiel ein Gesicht und folgt einem einfach in dem Gesicht. Also dann ich zeige es euch auch nochmal hier. Er erkennt dann jetzt quasi hier mein Gesicht. Und wenn ich mich jetzt bewege, ich mache jetzt nichts mit dem Gimbal selber, das Gimbal steht und der verfolgt quasi mein Gesicht auf Schritt und Tritt. Das ist eine Funktion, die werde ich, denke ich mal, häufiger benutzen, weil ich die gerade zum Videos mache, wenn ich allein bin, finde ich die ziemlich praktisch. So, also eine Funktion, die das Gimbal auf jeden Fall schon mal hat, soll auf den Boden schauen, nicht auf mein Handy. Eine Funktion, die das Gimbal auf jeden Fall schon mal hat, ist Face Tracking. Das heißt, das Gimbal verfolgt mein Gesicht. Also wenn ich außerhalb vom Kamerabereich gehe, dann verfolgt es mein Gesicht soweit. Wahrscheinlich hört man jetzt nichts mehr von mir, weil das Rauschen hier so laut ist. Aber man kann halt hier quasi, könnte man quasi hier sich so, geht natürlich super, wenn die Sonne reinblendet. Ich könnte also quasi jetzt hier erstmal das Gimbal einfach mit dem Stativ da auf den Boden hinstellen und das Gimbal wird mir dann hinterher folgen. Ich könnte mit euch reden, könnte euch irgendwas erklären und erzählen und das Gimbal wird smooth meinem Gesicht folgen. Die Funktion finde ich jetzt gerade ziemlich cool, muss ich mal gestehen. Gerade für so Videos, wenn ich allein unterwegs bin und mich filmen will oder euch was zeigen will, geht vermutlich jetzt dann auch mit der anderen Kamera. Also ich habe jetzt ja die Frontkamera von meinem Handy und wenn ich jetzt natürlich die Rückkamera nehmen würde, probiere jetzt mit der rückseitigen Kamera, das will ich auch gleich mal aus. Servus. Nicht einwandfrei, würde ich mal behaupten. Kam gerade sogar noch ein anderes Gesicht dazu, denke ich mal. Ich glaube, der hat das erkannt, hat natürlich die Software erkannt, dass mein Gesicht das schönere ist und hat dann natürlich mich getrackt. Also die Funktion finde ich gerade definitiv mega. Scheint stabil zu funktionieren. Ja, klappt echt gut. Ich bin begeistert. Ansonsten kann man halt hier noch alles Mögliche. Ich bin jetzt nicht so der Gimbal-Freak, sage ich mal. Ich muss mich da auch erst mal einarbeiten. Man hat halt hier irgendwelche Follow-Modes, Pen-Follow, All-Lock, dass er quasi, je nachdem was für eine Art man hat, dreht er sich hier mit oder dreht sich hier mit oder dreht sich nicht mit und so weiter. Für mich geht es eigentlich vorwiegend darum bei dem Teil, dass ich mir schon seit Ewigkeiten Gimbal einbilde und ich das ja kostenlos zur Verfügung gestellt habe, bekommen von der Firma Hohem und ich dann gesagt habe, ja auf jeden Fall schicken, weil ich finde es einfach mega. Weil ich schlicht und ergreifend so Gimbal-Aufnahmen einfach viel epischer finde. Schaut einfach viel mehr nach Kino aus
Und das werde ich euch jetzt noch in ein paar Aufnahmen zeigen. Und dann könnt ihr euch einfach selber ein Bild über den Gimbal machen. Ich packe euch auch unten einen Advertise-Link von Amazon rein. Der allerdings ist von Hohem, damit die sehen, wie viel ich oder wie viele Leute es kaufen über mich. Ich verdiene also an dem Link nichts. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich komme jetzt dann bald wieder öfter zum Video machen. Ihr werdet erstaunt sein. Jetzt bei 25.000 Abonnenten gibt es dann mal eine Erneuerung, die ich euch mitteilen muss. Und ich hoffe, die taugt euch genauso sehr, wie sie mir taugt. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.